In diesem Video werden wir die SRDP-Aufgabe mit der Aufgabennummer 1518 betrachten. Der Titel der Aufgabe lautet Blutgruppe. Und die Angabe ist folgende. In Europa beträgt die Wahrscheinlichkeit, mit Blutgruppe B geboren zu werden, ca. 0,14. Bei einer Untersuchung wurden n in Europa geborene Personen zufällig ausgewählt. Die Zufallsvariable x beschreibt die Anzahl der Personen mit Blutgruppe B. Die Verteilung von x kann durch eine Normalverteilung approximiert werden, deren Dichtefunktion in der nachstehenden Abbildung dargestellt ist. Okay, und die Aufgabenstellung lautet: Schätzen Sie anhand der obigen Abbildung den Stichprobenumfang n dieser Untersuchung. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um dir zu überlegen, wie du diese Aufgabe am besten lösen würdest, und löse sie dann. Okay, also. Wir wissen, dass die Normalverteilung, die hier gegeben ist, eine Approximation einer Binomialverteilung ist. Denn entweder man wird mit Blutgruppe B geboren oder eben nicht. Wir wissen auch die Wahrscheinlichkeit, mit Blutgruppe B geboren zu werden, und die lautet P ist gleich 0,14. Aus der Abbildung können wir auch gleich den Erwartungswert μ ermitteln, da wir ja wissen, dass das Maximum der Glockenkurve bei x ist gleich μ liegt. Das heißt, μ ist gleich 56. Wir erinnern uns, bei der Approximation der Binomialverteilung mit der Normalverteilung erhalten wir den Erwartungswert mit μ ist gleich n mal p. Formen wir jetzt um, erhalten wir n ist gleich μ durch p. Und damit können wir uns gleich auch den Stichprobenumfang der Untersuchung ausrechnen. Also n ist ungefähr 56 durch 0,14. Und das ergibt 400. Wir wissen also, der Stichprobenumfang n dieser Untersuchung ist gleich 400.